bin Hans-Hof von Reinecke, ich bin Physiker, ich habe an der TU München studiert und in Kernphysik promoviert. Anschließend war ich als Forscher tätig, unter anderem bei der Internationalen Atombehörde in Wien. Lassen Sie uns gemeinsam aktuelle Themen untersuchen, die von den Medien häufig erwähnt, aber selten erklärt werden. Bleiben Sie dran! Und unsere Frage heute ist, welche Rolle spielt Wasserstoff? Ist er der Joker der Energiewende? Zentraler Pfeiler einer erfolgreichen Energiewende wäre die Speicherung von Elektrizität in großem Umfang. Denn egal, wie viele Windmühlen und Solaranlagen noch installiert werden, es wird immer Zeiten geben, in denen ihre Leistung nicht ausreicht, um den aktuellen Bedarf an Strom zu befriedigen. Umgekehrt wird es manchmal auch Phasen geben, wo die alternativen Quellen mehr liefern könnten, als gerade gebraucht wird. Heute verklappt man diesen Strom oder verkauft ihn ins Ausland zu negativen Preisen. Man zahlt also, um ihn loszuwerden. Wäre es nicht schön, wenn man diesen Überschuss für schlechte Zeiten sammeln könnte, sodass er zur Verfügung steht, wenn unsere alternativen Quellen einmal nichts liefern? Aber wie soll das gehen? Wie kann man Elektrizität speichern? Und da ist nun ein weißer Ritter auf dem Schlachtfeld der Energiewende erschienen, von dem man erwartet, dass er alle Probleme lösen möge. Sein Name ist Wasserstoff. Er soll die vollmundigen Versprechungen einlösen, welche die Politik dem Volk gemacht hat. Wird Wasserstoff also unser Klima retten? Ganz neu ist dieser weiße Ritter nicht. Schon im 19. und 20. Jahrhundert war Wasserstoff ein wichtiger Brennstoff. In Gaskesseln wurden riesige Mengen gespeichert und durch Rohrleitungen in die Stadt verteilt. Dieses Stadtgas enthielt auch Methan und geringe Mengen an giftigem Kohlenmonoxid. Durch die Elektrifizierung hat es schließlich seine Bedeutung verloren. Wenn Wasserstoff nun erneut im Gespräch ist, so deswegen, weil er als Speicher für Elektrizität dienen könnte und weil bei seinem Einsatz weder CO2 noch Umweltgifte entstehen. Anders als Kohle oder Uran steht Wasserstoff auf der Erde allerdings nicht als Rohstoff zur Verfügung. Man kann ihn aber herstellen, zum Beispiel aus Wasserstoffoxid, auch bekannt unter dem Namen Wasser. Und davon gibt es ja genug. Dazu muss man allerdings Energie aufwenden, und zwar mehr, und das ist der Pferdefuß, als man wieder zurückbekommt. Ja, schauen wir uns das mal genau an. Das Atom des Elements Wasserstoff besteht aus einem Kern und einem Elektron, das sich dank der elektrischen Anziehungskraft so nah am Kern auffällt wie möglich. Schon vor langer Zeit fanden die Wasserstoffatome nun heraus, dass wenn sie sich paaren, um ein sogenanntes H2-Molekül zu bilden, dass sie dann noch näher an ihre Kerne kommen und so ihre Gesamtenergie verringern können. Alles im Universum erstrebt ja in den Zustand einer möglichst niedrigen Energie. Und darum rollt ein Felsbrocken auch den Berg runter und nicht rauf. In der Welt der Atome wird die Höhe solch eines Abhangs nicht in Metern, sondern in Volt gemessen. Und bei der Bildung des H2-Moleküls geht es einen Abhang von 2,13 Volt nach unten. Wenn Sie sich also auf die Suche nach einzelnen H-Atomen machen sollten, viel Glück dabei. Sie werden nur H2-Moleküle finden. Aber auch die sind auf Erden sehr selten, denn sie neigen dazu, ein Sauerstoffatom zu sich in den Zweierhaushalt aufzunehmen. Das macht die Gesamtenergie aller Beteiligten dann noch niedriger, und zwar um 1,23 Volt. Diese Ménage à trois ist das verbreitete Molekül H2O, also Wasser. Hier die erwähnten Zustände des Wasserstoffs noch einmal und ihre Energieunterschiede. Wasser gibt es ja genug auf unserem Planeten. Wenn wir jetzt die H2O-Moleküle in ihre Bestandteile H2 und O2 aufdröseln könnten, dann bekämen wir den ersehnten Wasserstoff. Dafür gibt es in der Tat ein erprobtes Verfahren, genannt Elektrolyse. Wir bieten den Wassermolekülen eine Spannung von etwa 1,5 Volt an und die spalten sich dann spontan in ihre Bestandteile auf. Bei diesem Vorgang entsteht neben Wasserstoff auch Sauerstoff, der uns aber nicht interessiert.
Der gewonnene Wasserstoff ist ein Gas, und zwar ein sehr leichtes. Ein Kilo hat ein Volumen von 12 Kubikmetern. Man bräuchte dafür also einen Tank von 12.000 Litern. Das ist ziemlich unhandlich, insbesondere wenn wir unser Auto damit antreiben möchten, was ja durchaus geplant ist. Um Wasserstoff zu speichern und zu transportieren, muss man ihn stark komprimieren, etwa auf 600 Bar. Das wäre das 300-fache vom Druck eines Autoreifens. Unter diesem Druck würde ein Kilo dann in einen Tank von 25 Litern passen, der allerdings deutlich mehr aushalten müsste als der normale Benzintank. Diese Kompression kostet bedauerlicherweise viel Energie, ebenso wie die vorausgegangene Elektrolyse. Und wir werden sehen, dass uns der Wasserstoff nichts schenkt. Er ist nämlich keineswegs eine Energiequelle, sondern eher ein Energiespeicher und noch dazu ein ziemlich schlechter. Das wird besonders deutlich, wenn wir ihn wieder zu Strom machen wollen. Wenn wir unsere Wasserstoffmoleküle aus dem Tank mit Sauerstoff mischen, dann würden die nichts lieber tun, als wieder H2O-Moleküle, also Wasser, zu bilden. Dazu müssen sie aber erst ihre eigenen kleinen Zweierhaushalte verlassen. Sie brauchen dafür einen Schubs, etwa einen Funken. Und dann gibt es einen riesigen Knall aus dem Gasgemisch, genannt Knallgas, wird Wasser. Statt diese Energie verpuffen zu lassen, kann man die am Knall beteiligten Elektronen freundlich bitten, durch einen Draht zu laufen und dabei sinnvolle Arbeit zu verrichten. Die Höhe des Abhanges, welche die Elektronen dabei herunterrollen, entspricht, wie wir wissen, einer elektrischen Spannung von 1,23 Volt. Technisch wird das in sogenannten Brennstoffzellen realisiert. Hier findet eine kontrollierte Reaktion von H2 mit O2 statt, bei der man allerdings nur 0,7 Volt Spannung zurückbekommt, also knapp 60% des theoretischen Wertes. Und das ist eben der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Irgendwas geht auf dem Weg in die Wirklichkeit immer verloren. Trotzdem, eine Kombination vieler solcher Zellen könnte dann genügend Strom und Spannung liefern, um eine Maschine anzutreiben, etwa ein Auto. Und bei der ganzen Geschichte entsteht nichts als reinstes Wasser. Wir haben also den perfekten und sauberen Antrieb. Doch das Problem ist bei diesem Vorgang die Energiebilanz. Aus einem Kilogramm Wasserstoff könnten wir so um die 17 Kilowattstunden elektrischer Energie holen, die sich einigermaßen verlustfrei auf die Straße bringen lassen. Damit könnten wir vielleicht 50 Kilometer weit fahren. Anders ausgedrückt, wir bräuchten 2 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer. Hört sich doch gut an. Man nimmt Wasserstoff, pumpt ihn in einen Tank mit 600 Bar, füttert damit ein Paket von Brennstoffzellen und betreibt mit dem Strom den Elektromotor eines Autos, etwa das BMW Vision Next 100. Aber dann stellt sich eine spannende Frage. Wie viele Windräder bräuchten wir, um alleine unsere 48 Millionen PKWs mit grünem Wasserstoff zu füttern? Schauen wir uns dazu den Wasserstoffzyklus von Anfang bis Ende an. Der Wasserstoff selbst darf ja nicht wie in grauer Vorzeit aus Steinkohle hergestellt und in Gaskesseln gespeichert werden. In der Gegenwart kommt der grüne Wasserstoff aus Wasser, durch das man elektrischen Strom leitet, also das ist die Elektrolyse. Der Strom dafür soll aus Wind- und Sonnenkraftwerken kommen. Den gewonnenen Wasserstoff benutzen wir, um unseren Strombedarf bei Flaute zu befriedigen und um unsere Autos sauber anzutreiben. Dazu müssen wir den Wasserstoff speichern. Weil er aber ein so leichtes Gas ist, müssen wir ihn dazu extrem komprimieren. Und schließlich füttern wir den kostbaren Stoff in eine Brennstoffzelle, welche uns mehr oder weniger dankbar elektrische Energie liefert. Und jetzt wird es spannend. Wie nun sieht die energetische Bilanz dieses Ablaufs in Zahlen aus? Um ein Kilogramm H2 in Elektrolyse zu gewinnen, brauchen wir 48 Kilowattstunden. Die Kompression dieses Kilogramms auf 600 Bar kostet uns weitere 6 Kilowattstunden. Während der Lagerung und Umfüllung bei diesem extremen Druck geht, je nach Situation, H2, also Wasserstoff, verloren. Und da rechnen wir einen Verlust von einer Kilowattstunde ein. Jetzt wird der verbliebene Wasserstoff in eine Brennstoffzelle gespeist, die uns noch ganze 17 Kilowattstunden liefert. Von den investierten 55 Kilowattstunden bekommen wir also ganze 17 zurück. Das ist weniger als ein Drittel.
Umgekehrt ausgedrückt, damit unser Speicher uns eine Kilowattstunde liefert, müssten wir vorher 3 bis 4 einspeisen. Dabei sind unsere Zahlen noch auf der optimistischen Seite. Könnten Sie sich vorstellen, wie man auf diese Weise unsere 48 Millionen PKWs füttern will? Man bräuchte 50.000 bis 100.000 Windturbinen alleine dafür. Und heute haben wir schon 30.000 davon. Vielleicht ist H2 doch nicht der ersehnte weiße Ritter. Ein Ritter, der von dem, was wir ihm anvertrauen, 3/4 für sich behält, ist kein Retter, schon gar kein weißer Ritter, sondern ein energetischer Raubritter.